So, eigentlich sieht das ja ganz gut aus. Dann können wir, sobald die beiden Riesen wieder glücklich sind, das Herz eures Dungeons wird angegriffen. und erstmal um den da kümmern, der Ärger macht. Ah, auf den Magi hatte ich ganz vergessen. Den heilen. Und ihn konvertieren. So. Was macht der Riese da? Der steht in unserem Herzen. Passt bloß auf, was wir mit dem anstellen. Macht ihn kaputt. Euer Zauberspruch heilen wurde verbessert. Das ist auch gut. Eure Geschöpfe kommen nicht zum Kerker. Dann lasst ihn da sterben. So, jetzt werfen wir erstmal die vier Riesen hier ab. Und den Rest hier hinten. Eure Geschöpfe kommen nicht zur Hühnerfarm. Eure Geschöpfe kommen nicht zur Schatzkammer. Eure Geschöpfe kommen nicht zum Schlafsaal. Eure Geschöpfe kommen nicht zur Folterkammer. Eure Geschöpfe kommen nicht zum Trainingsraum. So. Sie kommen näher, diese Ausgeburten des Bösen. Wir müssen sie um jeden Preis aufhalten. Eure Geschöpfe kommen nicht zur Bücherei. Jetzt heißt es Massenheilung und Blitzen. So, das war eine perfekte Taktik. Eure Portale haben so viele Geschöpfe angelockt, wie sie können. So, boxt sie nieder. Ah, ein Level 8 Mark hier, das ist weniger gesund. Ich dachte mir schon, dass ich hier wieder Truppen verliere, aber ich muss hier durch. Das ist der beste Weg. Jedenfalls nach meiner Einschätzung. Das waren jetzt ein paar Imps zu viel. Okay, einer. Und ihr macht arbeitet hier los. Beziehungsweise Holzbrücken. So. Ein Troll wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. So. Skelette habe ich alle verloren. Trolle verloren. Den Troll kann ich zur Hühnerfarm. Den Salamander heilen. Wo tobt jetzt schon wieder der Kampf? Hier. Riesenprügeltruppe. Erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer bekehrt. Sehr schön. Das gehört mir der ziemlich starke Magier da. Ah, na komm, ich habe 9, dann kann ich auch gleich 10 draus machen. Mana-Zufluss kriege ich ja genug eigentlich. Wie sieht's da oben mittlerweile aus? Ein bisschen Geld. Ist immer gut. Irgendjemand unglücklich? Nein, im Augenblick nicht. Das ist gut.
Habe ich Gefangene im Kerker? Ja, habe ich. Die sollte ich alle drei, beziehungsweise den da heilen. Gefangennahme aus. Gefangennahme ein. Eine eiserne Jungfrau wurde unglücklich, weil sie nichts zu essen hat. Genau, den da will ich als erstes. Den Ritter brauche ich nicht unbedingt. Der hat Level 1, der hat Level 4, den will ich. So. Habe ich irgendwie, ja, den Ritter habe ich unnötig geheilt. Na, guckt, dass ihr alle schnell wie möglich wieder glücklich werdet. Ein Salamander wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Komm, ich helfe euch ein bisschen auf die Sprünge, da geht Essen. Okay, ich sehe schon, das war dieser Großangriff war nicht so gut durchdacht, wie ich es gerne hätte. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Das Skelett schlägt mir gleich mal diese Tür hier ein. Weil von da aus müsste es dann weitergehen, böser Blick. Ja. Ein Riese wurde unglücklich, weil er kein Geld bekommen hat. Dann hol dir doch das Geld und genau hier. Ha, sind wir fast beim Ende schon. Eure Geschöpfe kommen nicht zum Trainingsraum. Euer ja, Zauberspruch böser Blick wurde verbessert. Das ist das Skelett. Genau, hol dir deinen Lohn. Euer Zauberspruch zusammenrufen wurde verbessert. Es gibt nichts mehr zu erforschen. Eine eiserne Jungfrau wurde unglücklich, weil sie kein Geld bekommen hat. Die Schatzkammer liegt auch ein bisschen blöd. Böser Blick wurde verbessert. Inwiefern eigentlich? Ah ja, er deckt ein bisschen mehr auf. Da ist der gegnerische Lorch auch schon. Ja, ich denke mal, das dürfte... Trotz des 10 Anfangs und der paar Risikoaktionen, zum Beispiel diesem Raum hier, dürfte das doch noch was werden. Eine schwarze Elfe wurde unglücklich, weil sie keinen Platz zum Schlafen hat. Sag bloß, die sind alle da oben. Weißt du was? Ich verkaufe diesen Raum. Der Mission ist zu klein. Die können trainieren und wenn sie sterben, dann sind sie halt weg. Eure Geschöpfe wählen euch zum besten Keeper aller Zeiten. Das habe ich auch gehofft. Für sie. Das Skelett wieder auferstanden. So, neues Skelett, gleich mal zum Trainieren. Da ist dann nur noch dieser olle Ritter. Und dann war es das eigentlich. Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer bekehrt. Ach komm, foltern wir den Ritter auch mal. Wo ist mein zweiter Magier hier? So. Ach, gehen wir einfach gleich mal anklopfen. Eure Portale.
Portale haben so viele Geschöpfe angelockt, wie sie können. Es ist Zahltag. Eure Geschöpfe kommen nicht zur Schatzkammer. Eure Geschöpfe kommen nicht zur Hühnerfarm. Eure Geschöpfe kommen nicht zum Schlafsaal. Das ist mir jetzt alles egal, tötet eure den Lord. Eure Geschöpfe kommen nicht zur Folterkammer. So, tötet den Lord und gut ist. Erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in einer Folterkammer bekehrt. So. Der Landesherr liegt nun tot in den Trümmern seiner Festung. Sein Juwel gehört also jetzt euch und ich beglückwünsche euch, Keeper. Ah, danke, danke. Jetzt kommt Horny und holt es sich. Das können wir eigentlich überspringen. Vor allem, weil Horny jetzt ganz langsam wird. Obwohl, jetzt haben wir es geschafft. Ja, Taste, um weiterzumachen. Ihr erweist euch als gefährlicher Gegner für eure Feinde, Keeper. Ein teuflisches Labyrinth und eine gewaltige Horde Riesen, zerschlagen von euren wohlorganisierten Truppen. Außerdem habt ihr den zweiten Teil des Horny-Talismans gefunden. Damit seid ihr auf dem besten Weg, Horny zur Unterstützung herbeirufen zu dürfen. Es ist schön mit anzusehen, wie ihr zu einem Keeper heranwächst, der sein ganzes Potenzial nutzt. Ah, danke. Und ja, gut organisierte Truppen, wir haben einfach alles in den Kampf geworfen, wie wir konnten. aber sei es drum. 13 Helden vernichtet, 10 Räume erobert, ja. Gehen wir weiter. Namen tragen wir wie immer keinen ein und wieder auf die Map. Malachi, einer unserer Rivalen, der sich mit Nemesis verbündet hat, belagert Großfürst Brabelsen im Großfürstentum Goldbucht. Es ist recht egal, wer gewinnt, denn wenn wir dazu stoßen, wird der Sieg ohnehin uns gehören. Ah ja, sehr schön. Jetzt dürfte es endlich mal gegen einen gegnerischen Keeper gehen. Grafschaft Drachental. Mit eurer üblichen Hinterlist habt ihr den Keeper Dante als Hauptangreifer dieses Landes abgelöst. Der arme Graf Titus weiß noch nicht mal, gegen wen er kämpft. Ich habe gehört, Dante soll von einer Gruppe mächtigerer Zauberer vertrieben worden sein, die das Drachental immer noch gegen die Rückkehr des Bösen verteidigen. Wenn ihr sie zuerst vernichtet, wird es leichter werden, Graf Titus zu erledigen. Ach, und wieder ein inkompetenter Keeper von Nemesis. Und wieder bleibt alles an uns alleine hängen. Aber auch gut. Mein Gebieter, ich bringe euch frohe Kunde. Meine Zauberer waren siegreich. Der bösartige Keeper Dante wurde aus dem Land getrieben. Ihr habt gute Arbeit geleistet, mein Freund Graf Titus. Bleibt wachsam und gebt mit euren Zauberern gut auf dieses Reich Acht, für den Fall, dass das Böse erneut angreifen sollte. Steinbrücke. Casino. Gasfalle. Unser unwürdiger Kamerad, der Keeper Dante, ist feige geflohen. Daher erhaltet ihr nun dieses Land und den Auftrag, die 5 Zauberer zu besiegen und den Grafen Titus zu vernichten. Eure Geschöpfe brauchen einen Platz zum Ausruhen. Baut ihnen einen Schlafsaal. Ja. Gut, wir können einmal wieder Horny beschwören, das spare ich mir aber in diesem Level mal. Viel wichtiger ist es jetzt erst einmal, die ganzen Räume hier einzunehmen, die wichtig sind, und dann hier oben... Oh, er ist auf einmal Level 5 geworden. Ihr braucht einen Kerker, um Gegner sicher zu verwahren. Es ist gut zu wissen, dass wir einen Kerker brauchen, um Gegner sicher zu verwahren. Ihr erbeutet eine Hühnerfarm.